Abend. Hallo. Einen wunderschönen guten Abend. Oh, da sind wir schon zum Mapvote. Heute Abend treten an Bavaria gegen OSGG. Ich glaube, dass wir uns tatsächlich sehr freuen, denn es könnte nicht unterschiedlicher sein. Ja. Liegt das richtig? Ich glaube, trifft es ganz gut. Ich würde das als David gegen Goliath bezeichnen heute Abend. Und das könnte daran liegen, dass die Osnadrücker durchaus ein sattes Facet-Konto haben, während die Bavaria-Spieler eher durchschnittlich auf Level 3 unterwegs sind. Aber das heißt gar nichts. Wie wir alle wissen, hat die 99 Damage Liga ihre eigenen Gesetze. In der letzten Woche konnten sich die Osnadrücker 2-0 durchsetzen gegen die Mytrax. Gegen das Team von Mytrax. Ich glaube, so hießen sie. Ja, stimmt. Und heute steht Bavaria auf dem Spielplan. Bavaria, dazu muss man sagen, hat die zweite Runde erreicht durch einen Deathwin. Musste also bisher noch nicht antreten. Umso spannender wird es sein, heute zu erfahren, wo dieses Team tatsächlich steht. Und wollen wir die Spieler einmal kurz vorstellen? So fangen wir, glaube ich, mit der Heimmannschaft an, mit unseren Osnadrückern. Genau, da haben wir auf der Nummer 1 bei uns oben, der Flashy, sehr gute Saison gespielt, auch dann der Captain. Hey, wake up. Frederik Frent, hätte ich noch angestupst, wahrscheinlich Mac-Daten bekommen. Ja. Klausi Deluxe, eigentlich mehr Stand-In, glaube ich. Nata Konrad, absoluter Stand-In. Ja, der Typ spielt null Competitive. Nicht nur Stand-in, sondern auch Legende. Ja. Osnadrücker-Legende. Ja, und dann unser guter alter Sloth, a.k.a. Trampeltommy, der Support-Spieler. Genau, der hat sich heute von uns gewünscht, dass er etwas weniger geflamed wird. Das würden wir ganz gerne auch, aber dafür muss die Leistung stimmen von ihm. So ist es. Wir sitzen ja nicht umsonst hier. Ganz genau. So, schauen wir uns den Map-Vote an.
Bavaria hat Mirage und Vertigo gebannt. Die Osnabrücker, auch keine Überraschung, haben das 2 und Nuke gebannt, sodass wir uns auf Inferno und Strain wiederfinden werden. Das dürfte zumindest den Osnabrückern ganz gut liegen. Auf Train eher weniger Erfahrung gemacht. Ich glaube, das ist eine völlig neue Erfahrung. Vielleicht ist das mal einfach nur so, um sich anzuschauen, was geht. Gut, im Endeffekt lag es nicht in deren Hand. Sie haben sich absolute Home Map. Okay. Definitiv. So, wir fangen an auf Inferno. Genau. Jetzt gibt es leider kleine Probleme mit der IP, die uns geschickt wurde, glaube ich. Bei mir Nee, also zumindest. ich habe die bekommen. Was ist denn die erste Zahl? Eine 5? Weil ich habe, also. Wir testen das mal eben kurz Dann. aus. Wir gehen mal eben in Pausenscreen und dann sind wir gleich auf dem Server wieder für euch da. Solltet ihr davon. Ja. Perfekt. Bis gleich. Tschüss, tschüss. Dass es jetzt passt. Das hoffe ich auch. Hast du ein Delay drin? Gut, TV-Delay ist drin, ja. Okay. Also, weil ich jetzt noch bei dem Stream auf den Pause-Screen sehe. Ja, aber kommt. Jetzt muss Okay. es gleich da sein. Ah ja. Ja, dann sind wir gespannt, wann die Gegner den Server betreten. Denke, die suchen noch die Konsole. Ja, möglicherweise. Das ist vielleicht für viele von ihnen das erste Spiel oder man hat Probleme mit dem Anti-Cheat. Umso schöner ist es, dass unsere Jungs schon auf dem Server sind. Ja, da sieht man, man hat sich vorbereitet, man ist heiß. Man möchte das Spiel möglichst früh dominieren. Ich Und hier glaube, ich werden die habe so ein ersten. bisschen im Gefühl, dass wir heute den ein oder anderen Utility Damage Rekord sehen werden. Ich hoffe es. Ja, man hat in der letzten Woche den König der Banane mit Jizzes gehabt. Der ist heute leider. Ja, nein. Nein, Damage hat ja kein Anti-Cheat mehr, stimmt. Ja, in der letzten Woche hat Jizzes den Bananenkönig gemacht. Heute könnte es. Ja, wer wird für Jesus jetzt auf dem Server an B spielen? Ich denke, es könnte Knatter Konrad werden. Ja, ich denke auch. Oder Also, Klausi. ja. Also Fred, den sehe ich natürlich auf dem A-Spot, genauso wie Flashy. Denke, dass Trampel Tommy Support am B spielen wird. Davon gehe ich auch aus. Und der hat sich heute eine Menge vorgenommen. Wollte vor dem Spiel noch von seinen Mates, dass sie sich die eine oder andere Popflash ansehen. Das ist einfach nur heiß, der Junge. Der ist, ja, er hat Bock. Was gibt es Schöneres, als an einem Freitagabend eine Runde CSGO spielen zu dürfen Das und ist. dabei auch noch eine Runde weiterzukommen? Ja, genießt die Show. Macht euch wirklich irgendwie ein Bierchen auf oder so oder eine Spezi. Aber wenn Spezi, dann Paulaner. Holt euch ein paar Snacks. Genießt die Show. Aber wir können ja schon mal ein paar Tipps abgeben. Was meinst du? Wie sieht das Ganze aus wie in erste Map? Also, ich
gehe davon aus, dass sie Osnabrücker gewinnen. Ich hoffe, dass es einstellig bleibt. Deshalb sage ich 16 zu 7. 16 zu 7. Nein, 16 zu 4. Ja, ja. Ich hätte mich tatsächlich auch so in dem Bereich eingependelt. Ich wollte erst 16-3 sagen, traue den Leuten da aber schon ein bisschen mehr zu. Ja. Also deswegen sage ich einfach mal, das wird ein 16-6 für die Osnabrücker. Ja, damit haben wir unsere beiden Tipps abgegeben. Wir würden dann auch gerne, wie es ein aktiver Caster natürlich oder Streamer von seinen Zuschauern verlangt, auch natürlich unseren Chat dazu auffordern, ein paar Tipps abzugeben. Da wird das Standard-Crosshair gefordert. Was ist denn ein Standard-Crosshair, Alter? Das könnten wir, aber das ließe sich doch einrichten, Lennart. Standard. Ich glaube, du kannst Default? Ich glaube, du kannst ausstellen, bei Zuschauer kannst du, glaube ich, ausstellen, ob du das Crosshair der Gegner, der Verfolger sehen kannst, möchtest. Wie auch immer. Einfach ausmachen, dass andere sieht. Oh. Ja. Jamie Howe. Da wo everyone stand. Ich bin einfach lost, wenn ich grad. Da. Spielerfadenkreuze anzeigen. Dann nein. Klicken. Fast ganz unten. Vorletzte müsste es sein. Auf No gemacht. Und dann müsste eigentlich dein Ser gezeigt werden. Party, oder? Und die von den anderen. Boah, was? Frederik denn? Nutzt da? So klein und clean, so wie das da. Data Konrad ist safe mit seinem, habe ich abgesehen. Also ich sehe gerade nur mein eigenes Haus. Das ist echt voll. Ja, wir warten immer noch auf den letzten Spieler der Bavaria. Schauen wir uns mal die Stunden an. Mannis Trompeter. 1200 Stunden auf dem Buckel. Ryan Stecken. Auch ein extrem toller Name. Präsentiert da nichts auf seinem Profil. Theo Buchse. Vielleicht wird es auch sehr dubios, was wir hier sehen werden. Ne? Ja. Möglicherweise, also die, ja. Die Namen versprechen einiges. Wir gucken wir mal eben, was da so geschrieben wird. 16. Erste Map 16.3, zweite Map 16.5. Ja, ich glaube, da spricht ein Osnabrücker Sympathisant auf jeden Fall. Vielleicht komplett getötet, kein Stress. Ja, man hat das Fairplay auf seiner Seite auf jeden Fall. Dafür sind wir aber auch bekannt. Ah, da werden aber auch Schwerter präsentiert bei den Gegnern. Ja, aber auch viel Schmutz. Viel Schmutz. Oh. Oh, wobei das Karambit, das gefällt mir. Tiny. Ja. Urban Masked, auch fragwürdig. Ja. Mein Gott, das sind ja. Ja. Das sind Messer. Gehen wir mal schnell auf Thomas. Hier. Gewinnen kann. Und es geht auch schon in die Messer-Round. Die stechen gut rein. Und da wird Trampel Tommy ein wenig wütend und sticht Knatter Konrad nieder. Das Ganze ist aber egal. Denn die Osnabrücker entscheiden, dass. Messergesteche für sich und ich denke, dass man jetzt tauschen wird. Ja, ja. So sieht es aus. Ja, ich hoffe, dass die CT-Seite sehr, sehr dominant ist und dass man sich dann auf T ein bisschen zurücklehnen kann. Die letzte Woche hat mir auf Inferno gefallen, ja, aber noch nicht überzeugt. Ja, da waren die ein oder anderen Baustellen waren noch da. Ja. Und die gilt es heute auszumerzen.
Mit einem anderen Lineup, aber mit dem gleichen Ziel. Ich glaube, das Lineup hat in der Konstellation auch noch nie zusammengespielt. Rada Konrad, der, wie gesagt, absoluter Stand-in, der ist jetzt eigentlich nur bei Valheim unterwegs. Ich glaube, er ist fester Bestandteil des Teams. In der 19er Damage Liga zumindest. Ja. Wirklich spielen tut er nicht. Eingespielt in der Truppe. Das ist also eigentlich das Lineup, das ja auch in der Uniliga vertreten ist. Ja, das stimmt. Aber wenn man einen wie Knatter in seinen Reihen haben kann, dann sollte man das für sich nutzen, auf jeden Fall. So ist es. So, starten wir in die Pistol Round. Gucken wir mal drauf, was gekauft wird. Klausi mit Kevlar, Konrad mit Kevlar. Ein Kit, 4 Flashes, eine Smoke. Das sieht nach Second. Ja? Ich wollte es gerade sagen, ja, ich denke ja, auch, ja, dass... Ja, ja, doch, die sind sich noch, die sind sich, glaube ich, noch uneinig. Ne? Ja. Klausi, ich gehe davon aus, dass Klausi... Und die falsche Mitte wird angespielt. Hab's ein Flash. Und raschelt. Mit Flash auch und da raschelt's rein, ja. Guter Call. Die Flash hat aber nichts gebracht, wie ich gerade erkennen konnte. Zwei Fracks fallen hier, das geht ganz schnell und das ist sehr clean, muss man sagen. Jetzt ist unser Sorgenkind fällt da im Pit. Aber im Pit. Das sollte eigentlich bekannt sein. Ist auch bekannt. Und da werden ein paar Schüsse verschossen. Für Buxel. Jetzt hier der Last Man Standing im 4 gegen 1. Und da jetzt nur nicht reinfeeden, sondern seriös den Headshot drücken. Ja, da wird natürlich von allen Seiten angegangen jetzt zusammen. Ja, und jetzt sollte er so langsam sterben. Aber man sieht die Osnabrücker nehmen es sehr, sehr ernst. Die lassen die Zeit runter. Pass auf, die lassen die Zeit runterlaufen. Ja. Das wäre extrem frech. Ja. Ja, das ist jetzt eine sehr unangenehme Situation für die Theo-Buchse da. Ja. Dann kannst du nicht viel machen. Nee, er kann absolut gar nichts machen. Er kann nur hoffen, dass er dann vor der Zeit stirbt, aber. Ja. Aber also das ist Wahnsinn, dass man mit so vielen Schüssen diesen Spieler einfach nicht zum Fallen bringt, aber ähnlich ist es geschehen. Ja, schöne erste Runde. Ja, das haben wir im letzten Spiel auch schon gesehen, wenn die Bavaria das VOD des letzten Matches sich angeschaut hätten, dann wüssten sie, womit sie rechnen können. Das haben sie nicht und dementsprechend geht die erste Runde an die Osnabrücker. Ja, und wir sehen, da wurde gar nichts gekauft. Ja, ganz konservativ. Die Bombe konnte nicht gelegt werden in der zweiten Runde. Wieder Second mit Rücken. Da könnte es gleich rascheln. Das ist der Navigo. Oh, Fred. 5K. Ja, 2. Yo, Freddy! Ja. Yo, 5K angesagt und umgesetzt. Das ist, also einfacher kann man es da nicht machen. Die Popcornmaschine in der Hand. Ja. Kein tack, Kevlar tack, bei tack. Den Gegnern. Rattert's durch und. Sehr schön. Solche Fracks, die lässt man sich schmecken und ich bin mir sicher, dass er sich dabei auch in Bälde selbst auf die Schulter klopfen wird und das Ganze auf seinem Twitter-Account oder dem der OSGG hochladen wird. Ich wollte die Worte nicht aus dem Mund nehmen, aber ich denke auch, dass wir das auf Twitter sehen werden. Ja. Gut, jetzt gehen wir in die Kaufrunde. Die Waffenvorteile liegen ganz klar bei dem Team aus Bavaria mit 5 AKs, während die Osnabrücker komplett durchgespeichert haben und mit den MPs nun hantieren werden. Und jetzt schon mal die Banane einzunehmen, tiefe Smoke, aber da sind schon... Die Nate könnte gut sitzen. Eine schöne zwei Nate. Zwei Leute vor. Da haben wir schon sehen. Mit dem ersten Frag. Schöne Frags. Und kann nicht refragt werden. Das ist ein bisschen schade, denn so haben die Dis nun einen 3 gegen 5 Vorteil. Wobei die B-Spieler extrem low sind. Ja. Ja, man hat gar keine Kontrolle. Ja. An A spielt man das Ganze sehr, sehr passiv. Und selbst die B-Spieler haben sich aufgrund ihrer niedrigen Lebenspunkte ein wenig zurückgezogen und spielen das Ganze so, dass sie auf einen Push warten. Keine Experimente. Der Call war jetzt anscheinend
von Richtung A aufbauen möchte. Man hat sich schon mal im Teppich vorgearbeitet. Zwei stehen in der falschen Mitte parat, um eventuell gleich mit einer Smoke vorhanden ist, ja. Und Diese Klausi langen steht Smoke. Anti-Flash, das könnte ihm zugutekommen. Da geht. Klausi reingeflasht und Flashy macht das 2K. Freddy schnappt sich auch noch einen, der durch die Smoke am Apartment gepusht ist. Und damit steht es 13-0 für die Osnabrücker. Alles läuft nach Plan, so hier, würde ich sagen. Man konnte zwei AKs mitnehmen, den Spieler verloren. Eine gute Bank schon mal bei Fred 7000, Flashy ist über 6K. Ja. Gut aus. Da kann man sich bisher nicht beklagen. Ja, bisher Jetzt sind die. Nur nicht gegen die Pistols verlieren. Nein, kann ekelhaft werden. Und vielleicht sehen wir da jetzt mal einen B-Push. Ja, Bisher ging es immer falsche Mitte. B-Rush. Und der Train kommt. Ja. Kündigen sich an. Riecht das aber. Schnappt sich ein, schnappt sich zwei. Knatter ist zur Stelle und damit sichern sie die B-Side komplett ab. Und damit ist Tom Peter. Der Last Man Standing macht hier einen 2K, weil Freddy macht hier einen Frag, weil Freddy den Klausi mit ins Reich der Toten schickt. Und damit ist die A-Side frei. Er weiß aber nicht, dass er die Bombe nicht hat. Ah, er geht über lang. Das wäre es gewesen, wenn er da jetzt auf A-Side steht. 5, um Bombe zu planten, aber kommt nichts. Ja. Frederik entschuldigt sich da schon mal öffentlich im Chat. Verständlich. Und Trampel-Tommy riecht, dass Richtung CT der Trompeter unterwegs war. Ja, absolut solide, ne? Also, da wurde ja schön einmal gerepeakt. Knatter Konrad hatte auch den Rücken von Thomas. Ja, man ist da die Mitte runtergepusht. Ein bisschen zu greedy vielleicht. Also, gut, im 5 gegen 1 oder 4 gegen 1 kann man das durchaus mal riskieren. Neue Runde, neues Glück. Ja, eine Full-Buy-Round auf beiden Seiten. Oh, und die Nate scheppern richtig rein. Aua! 6 HP bei Barry. Ja. Da hat man direkt keine Lust mehr, die Banane zu bearbeiten. Da geht man jetzt aggressiv die Mitte durch. Und da fällt der Erste. Klausi schnappt sich einen, schnappt sich den zweiten und auf Friend. Und die Nate wird auch nochmal sitzen. Auch nochmal ein bisschen Damage ganz, gegen den guten Ryan HP gemacht. Ja. Ja, und die T's scheinen so ein bisschen planlos zu sein. Muss man jetzt hier an dieser Stelle, glaube ich, schon mal konstatieren. Es wird aber auch sehr gut gespielt von den Osnabrückern. Da wird nicht overpeaked. Utility sitzt. Rooks kommen. Flashes sitzen. Die HE ist sowieso. Da können ja, wir schon mal eben schauen, was da die Utility Damage macht. Ja, nach dieser Runde dürfte da das Konto zumindest von. Ich glaube. Oh, Knatter, ich dachte, Knatter das und Knatter Tommy. Gewesen. Ja, ja. Da sind noch einige Runden offen. Einige Nades, die da die Banane runterfliegen. Ja, also als T wäre man auf jeden Fall gut daran, nicht aggressiv die Banane zu bespielen, sondern erst auf den Granatenhagel zu warten. Und die Mitte wird jetzt reingeflasht und man kann. Boah! Oh, was macht denn der Autodirector da? Hey. Ist er gar nicht drauf und rauf auf den. Bei mir war er drauf. Bei mir nicht. Das ist eine Schande, denn das war ein extrem schöner Spraydown. Mir ist natürlich leid, ey. Sorry, Chat. Vielleicht sehen wir das dann auch auf Twitter. Da ja müssen wir Frederik vertrauen. Boah, schöner Frack hier von Trompeter. Der bisschen den Bait-Job übernimmt hier. Ist jetzt schon das zweite oder dritte Mal der Last Man Standing. Und ich glaube tatsächlich, Violet Pixels, dass alle Links, die gepostet werden, direkt gelöscht werden. Da bin ich genau mir aber nicht sicher. Schöne Popflash hier von Freddy. Da ist Trompeter aber nochmal entkommen. Und er wartet jetzt. Vielleicht kann er sich noch eine Digitelle sichern. Hält er auch noch. Eigentlich zu viel Damage gemacht, die Runde von den Tester. Ja. Das war ein ekliger Kill, aber den nimmt man so mit.
Und der Rhein Stecken kann ihnen immer noch den Bond fertig machen. Auch da freuen wir uns da wirklich dann jedes Game drüber, immer wenn der Bond fertig gemacht wird. Ja, erinnert einen an seine aktive Zeit. Genau. Auch heute Ja. habe ich auch noch Faceit gespielt und zwei saftige Zehnerbomben gedroppt. Aber die 50 Elo Plus, die habe ich mir richtig schmecken lassen. Purple, what are you doing? Ja, die nimmt man mit. Mal diskutieren, das ist halt Free Elo. Ja. Ja, bisher sieht es auch hier nach einem Free Win aus für die Osnabrücker. Und bisher machen die Bavaria-Spieler auch keine Anstalten, hier mal was fürs Scoreboard zu tun. Trappel Tommy kann hier ohne einen Refrag ein Absolut Entry holen. schönes Backup da. Ja, also Knatter und Trampel, die kennen sich jetzt ja auch schon ein bisschen länger und Das ist. das ist einfach eine wunderschöne Freundschaft, glaube ich auch, die sich hier Ja. auf dem Server auch in Zahlen ausdrücken lässt. Das harmoniert einfach bei den beiden. Ich stelle mir die auch ganz süß zusammen vor. Die beiden, ja, wie ein altes Ehepaar. Ein eingespieltes Team. Als hätten sie ihr Leben lang nichts anderes gemacht. Jetzt sind die Only B-Spieler auf dem Weg nach B. Wobei sie dort ja eigentlich auf die starken Holds bisher, wo sie bisher an den starken Holds zerschmettert, zerschellt sind. Ja, und jetzt wieder eine Position, die vorher noch gar nicht bespielt wurde, der Boost. Ja, wird jetzt aber hier geflasht, aber eben nicht gecheckt. Nummer 2, Nummer 3. Das ist easy Ja. für die beiden B-Spieler. Und damit steht es 7 zu 0. Und da haben wir es, wie wir gesagt haben, bei Ryan. Ja, Der Bond. James. James, what are you doing? Aber auch die anderen Spieler können sich gerade nicht mit Ruhm bekleckern. Das sieht bisher nach einer eindeutigen Kiste aus. Ja, man hat uns vor dem Spiel gesagt, wir sollen möglichst viel hypen. Das fällt einem ziemlich schwer bei so eindeutigen Runden. Jetzt spielt man zu zweit an B ein bisschen aggressiver, Das ist lässt aber sich auch dann auf schon den viel Gegner ein. Damage. Ja. Einfach reinbleiben in AK jetzt. Das ist auch ein bisschen blind davon Ryan stecken. Flash da zu Jump B. Dann wird nur reingehalten. Ja. Und ich sag es, wie es ist. Ich glaube, auch in diesem Spiel hätte sogar ich eine gute Figur gemacht. Das sieht alles ziemlich einfach aus. Ja, das ist so ein bisschen, erinnert einen das an Deathmatch. Ja. Oder die Bot-Mission aus der neuesten Operation. Wobei die immerhin den ein oder anderen Smoke-Go drauf haben. Das kann man hier bisher nicht feststellen. Flashy an der AWP jetzt. Geht aggressiv die Mitte runter. Ah, der wieder Wird dafür runtergraben. belohnt. Ja, damit hat der Trompeter nicht gerechnet. Und damit ist eigentlich die Lebensversicherung oder die Überlebensversicherung bisher der Bavaria schon mal aus dem Spiel genommen worden. Jetzt ist es an den anderen vier. Wir müssen aber auch dazu sagen, wir befinden uns ja derzeit in der Kalibrierungsphase der 99 Damage Liga. In den Regelfällen kommt es eher selten vor, dass man wirklich solche Begegnungen hat. So, das kann in der Starter schon passieren, aber dafür ist ja jetzt diese Phase da, dass jeder da hinkommt, wo er hingehört. Sodass wir dann hoffentlich auch in den nächsten Spielen Gegner haben, ungefähr auf dem gleichen Niveau sind. Selbes wünschen wir uns natürlich auch für Bavaria. Definitiv, ja. Das man kann ihn auch nicht mal Spaß bereiten. Wobei Genau. letzte Woche die gegnerischen Spieler der Osnabrücker den Spaß ihres Lebens auf dem Server gehabt zu haben schienen. Das. Man kann ja auch aus Niederlagen lernen. Aber Spaß macht es meistens nicht, so abserviert zu werden. Und die Motosmoke gefällt mir sogar. Wird aber nichts mit gemacht, außer dass die CTs erstmal zu dritt am A-Spot waren. Das Ganze ist aber egal, denn Trampel Tommy holt Informationen und einen Frag. Und währenddessen rotieren die CTs nun komplett an B. Und Trampel Tommy hier, Herr der AK, die ja wunderschön
womöglich in der zweiten Runde aufgepickt hat. Ja, das steht 14-1. Ja. In der dritten Runde hat er die bekommen und seitdem auch nicht mehr hergegeben. Und jetzt so langsam sehen wir auch den Utility Damage, der ja so ein bisschen reinflattert. 244 bei Knatter Konrad. Ja, und ich wünsche mir jetzt für den Dahorvath und Ryan Stecken, dass sie jetzt einfach endlich mal einen Frack landen. Ich hoffe, dass Frenz sich da mal reinfeedet. Ja, Freddy ist auch jemand, der gerne gönnt. Aber so wird das nichts. Flashy hier wird ein bisschen off guard erwischt. Kann einen zumindest mitnehmen. Und das Horvath mit dem ersten Frack, mit dem zweiten. Jetzt tritt er ja komplett auf. Und die Runde könnte jetzt tatsächlich an die T's gehen, obwohl sie alle drei extrem low HP haben. Ja, wir schauen mal, wie der Retake gespielt wird, ob da Smokes kommen. Ja, Trampel Tommy geht man jetzt und Knatter kommen beide über kurz. Das könnte der richtige Call sein. Auf der Side sind Barry und der Horvath. Und der erste fällt. Der Reefer kommt, Knatter jetzt im 1 gegen 1. Und er holt. Schöner Headshot. Ja. So kann es dann auch gehen. Ja. Also extrem schöner Retake. Komplett schnörkellos. Vielleicht ein bisschen zu sehr reingepickt, aber von dem Pitch-Spieler. Die Bombe war für ihn gelegt. Die hätte wahrscheinlich auch einfach durchziehen können. Aber das hätte auch gereicht. Ja, und ich habe gerade gedacht, das könnte die erste Runde für Team Bavaria sein. Ich habe es sogar gehofft, muss ich sagen. Aber dem haben Trampel Tommy und Knatter Konrad etwas entgegenzusetzen gehabt. Und damit geht es in die 11. Runde. Wobei es sich um eine Gunround handelt. Der Horvath hat sogar auch hier eine Smoke parat. Also man hat sich definitiv was überlegt in der einen oder anderen Runde. Die Smoke kommt nämlich an lang. Jetzt muss man daraus nur irgendwie Kapital schlagen. Da kommt die lang Smoke auch für Hinterside. Und Lennart, ich sehe gerade, unser guter Freund und Verstecher Alligator Boy hat im 9. Monat nun abonniert. Herzlich willkommen im Chat und herzlich willkommen als Sub. Danke Vogel, dass du jetzt schon 9 Monate hier Sub bist und dein Prime immer hier lässt, wirklich. Ja. Ist ja nicht selbstverständlich. Kannst du ihn ja auch sonst immer kostenlos bei irgendwelchen E-Girls lassen, aber... nein, das tut er nicht. Und schöner Fracky von Mannys Trompeter, aber das reicht eben nicht. Und damit steht es 11-0. Ja, man möchte jetzt vielleicht doch nochmal seinen Pick oder Tipp überdenken. Das ist eindeutiger als erwartet. Ich wünsche mir einfach, dass Ryan zur Halbzeit wegmacht. Ja. Es wäre schon verdient. Wir versuchen auf jeden Fall als Team zusammenzuspielen. Klar, es ist einfach eine andere Liga gerade. Ja. Der Spaß geht vor. Man lernt. Es geht jetzt darum, kleine Erfolgserlebnisse zu sammeln. Alligator Boy callt da schon wieder. Passt insofern, als dass man das eher eliminieren müsste. Denn der Junge muss heute sehr, sehr viel einstecken. Wow. Wow. Ja, Theo Buchse flasht sich hier ins Apartment rein, macht dann ein bisschen Radau, das löst oder das verursacht, dass Flashy rotiert. Aber bisher ist von keinem T etwas zu sehen. Wir haben ein bisschen Raum eingenommen in der Banane. Vor A wird kaum gearbeitet. Da wird nur Def ein bisschen am Teppich standen. Und Mannys Trompeter hatte gerade sogar Schwierigkeiten, die Bombe zu finden. Und wenn könnte sich bewegt. A aus. Hat sich so ein bisschen gesplittet. Das Problem ist, dass die T's auf jeden Fall sehr, sehr viel Utility noch haben. Das Problem ist aber... Wie Fake R-Go, der erste rotiert schon. Ja. Das ist gut. Die Fakes klappen auf jeden Fall das eine oder andere Mal. Aber die kaufen es komplett. Ja. Aber ein Freddy
lässt sich davon nicht beirren. Und das ist aber ein der veraimt, ja. Da gab es auch extrem lange keine Gegenwehr. Aber Fläche hier an seiner AWP. An dem dicken Rohr nimmt den ersten. Netter Schuss. Mit. Ja. Und von kurz kommt jetzt auch eine Menge Alarm. Money hier mit extremem Fokus auf Flashy. Und da ist doch die erste Runde. Reinstecken! Doppelfrag! Ja. Wenn der Junge erstmal heiß läuft, dann läuft es auf einmal bei Bavaria. 11 zu 1. Ganz ehrlich, Schofield kann ich absolut nachvollziehen. Da würde ich auch nicht abonnieren, wenn ich MTS keine Rechte hätte. Ja. Da würde ich mich mal mit freundlichen Grüßen an Ed wenden. Das ist auch einfach ein elitärer Haufen. Ja. Der möchte gerne unter sich bleiben. Oder mal eine böse Mail schreiben. Eigentlich auch immer. Ja. In Freddys DM sliden. Ja, jetzt spielt man es insgesamt ein bisschen passiver an B. Hat vielleicht aus den letzten Runden ein wenig gelernt. Man möchte nicht noch mehr Runden unnötig herschenken. Genau. Aber jetzt sieht das ein wenig koordinierter aus. Und schöner Doppelfrag von Frank. Einfach eine wunderschöne Flash. Ja. Sehen wir auch sehr, sehr oft von den Osnabrückern und altbewährtes. Das ist das Mittel zum Erfolg. Ja, also extrem, extrem solide Leistung vom Trampel-Tommy und Knatter-Konrad an B. Da kann man aktuell wirklich nur den Hut ziehen. Aber man muss dazu sagen, dass Team Bavaria es ihnen auch sehr, sehr leicht macht. Flashy wird abgesmoked. Holt sich ein bisschen Zeit durch das Flash raus und Friend nimmt den ersten, der jetzt auf Laube steht und Klausi im Pit. Und damit ist der Horvath der letzte und Knatter lässt sich den Frag von hinten in den Kopf schmecken. 12 zu 1. Bisher alles recht solide. Anscheinend muss man sich im OSGG TS hochschlafen. Das ist zumindest ein. Das ist zumindest ein Weg, um einen recht zu kommen. Den hat er gesehen. Ja, schön flashy. Nimmt man mit. Und auch Klausi bekommt ein bisschen Bock. Da wird es ihm zum Vorteil, dass der Molly so ein bisschen verkackt wird. Doch Freddy schnappt sich da den Trompeter in der Mitte. Und damit bleiben Ryan stecken und Barry McCorkiner. Was ein verrückter Name. Was mich aber wundert, müsste man ja jetzt mal eben ansprechen, als Bartek steht da Only B. Ja. Dafür sind sie sehr, sehr, sehr häufig in Frage gekommen. Ja, aber wenn man sich das Scoreboard ansieht, könnte man zumindest vermuten, dass es sehr, sehr oft Richtung B ging. Ja, das stimmt. Man hat auf jeden Fall versucht, auf B anzuspielen und hat dann A irgendwie geendet. Ja. Ja, und damit ist Barry der Letzte im 5 gegen 1 und der macht auch keine Anstalten, hier noch irgendwas zu machen. Ich würde mal behaupten, Latchaw Kick. Ja. Wird kommentiert. Und da wird einfach gnadenlos umgeschossen. Pew Pew. 13 zu 1. Ja. Da kommt einfach zu wenig. Die Frage ist jetzt, was macht man mit dem angefangenen Abend später? Wenn das hier so schnell in die Books geht. Für Team Bavaria zumindest. War so clever und hab da nochmal das ein oder andere Bier mehr kalt gestellt. Ja. Angebrochenen Abend vielleicht noch ein bisschen entspannter ausklingen zu lassen. Aber wir haben ja zum Glück noch eine zweite Map. Ja. Wobei ich da gestehen muss, dass ich wenig Hoffnung habe. Schöne Nate. Die B
Side wird wieder sehr, sehr gut gehalten, wobei jetzt auch gegengeschossen wird. Aber Fresh ist schon Banane oben und macht den Doppelfrag und damit steht es 14 zu 1. Ja. Gute Hälfte, würde ich behaupten. Ja. Gute Hälfte. Eigentlich auch eine sehr gute Hälfte, wenn das eine Ründchen da nicht wäre. Wir sind da extrem, wir fordern extrem viel von unseren Spielern. Muss man sich einfach nochmal die Demo angucken und drüber sprechen, was da schiefgelaufen ist auf Osnabrücker Seite, ganz klar. Ich würde das als Team-Captain oder an Freds Stelle, würde ich das auf jeden Fall nicht so im Raum stehen lassen. Man hat sich hier einen Whitewash vorgenommen und an diesen Worten muss man sich messen lassen. Und man möchte ja auch keine großartige Zeit verschwenden. Und damit dürfte es gleich in die zweite Halbzeit starten. Auf T hat man sich da was überlegt. Ich kann mich an das letzte Spiel gar nicht erinnern, was da. Ja, also ich denke. Ich denke, dass es ein B-Go geben wird. Mit einer sehr, sehr schnellen CT-Smoke. Zwei Flashes übers Haus. Die eigentlich der Zeit blind machen sollten. Geworfen wird das Ganze dann von Trampel Tommy. Genau, da sehen wir schon. Flashes. Nochmal Smoke und Flash wahrscheinlich für den Afterplant. Ja, also wir sehen, die Osnabrücker sind eigentlich sehr berechenbar. Jetzt gehen wir mal eben auf Tommy, der wirft ihn nämlich. Ja, das ist auf jeden Fall ein Ründchen wert, mal ihm über die Schulter zu schauen. Das sind aber saftige Nades, die da kamen. Für mich ist das Kunst, was Trampel-Tommy da macht. Ja, und das ist easy. Hier die B-Side. Und als Mate von Trampel-Tommy ist es natürlich auch extrem schön, dass man sich einfach auf ihn verlassen kann, dass die Flashes auf jeden Fall sitzen. Wobei gerade auch die vom Klausi sehr, sehr gut saßen. Und wenn man sich mal den Schaden... Da wird nochmal reingefeedet. Ja. Wenn man sich den Schaden durch Granaten ansieht, dann ist es auch extrem befriedigend. 511 und 409 für Trampel Tommy und Knatter Konrad. Ja, da hat man auch nicht justiert auf Seiten der Bavaria. Und immer wieder in die Nate oder den Molotow gelaufen. Und damit steht es 15 zu 1. Ich bin aber jetzt auch gespannt, wie es gleich auf Train abgeht. Da hat man sich ja überhaupt nicht drauf vorbereitet. Der Train auch gar nicht im Map-Pool von den Osnabrückern vorhanden. Ja, das ist ja... Die Map, die habe ich vielleicht einmal bei denen gesehen, gespielt wurde, aber... Trappel-Kombi ist komplett egal, dass Ryan Stecken da noch... Flash ist da gerade schon auf Knife gegangen. Ja. Letzte Runde. Jetzt muss aber gestochen werden. Ja, definitiv. Also wenn man dem Theo da jetzt nicht mal einen ordentlichen Knife gibt, dann ist das eigentlich ein bisschen... Also jeder normale Mensch würde jetzt mit einem Knife raufrennen. Da wird nochmal kurz geboostet. Einigen wir uns auf Unentschieden reinstecken. Ja, fair. Der Vorschlag kann natürlich angenommen werden. Ah, da wird gebaitet. Ein letzter Versuch und da tryharden sie nochmal rein. Die GWP. Ein bisschen schade, ja. Ja, und hier wird im Chat auch noch angemerkt, dass es auf dem Zug lag, dass Freddy da im Pit, im Pit, ein bisschen veraimt hat. Und ich glaube, diese Doppelbelastung, die er aktuell hat, die könnte tatsächlich der Grund dafür gewesen sein. Wir lassen es mal so stehen. Ja. Theoretisch kann man das als Grund aufführen, ganz klar. Allerdings hat er jetzt auch eine bessere Internetleitung, die das Ganze so ein bisschen kompensieren sollte. Hast du den Unterschied schon gemerkt in diesem Spiel? Das wäre jetzt meine Frage. Nein. Ich auch nicht. Wobei, hat Freddy vorher schon mal einen Ace gemacht? Ich glaube es fast nicht. Es war ein Ego-Ace. Also da hatte ja keiner Kevlar direkte Pistole dafür. Internet-Glasfaser hatte ich hier auch schon. Da haben seine Mitbewohner allerdings auch viel an der Leitung geschraubt.
Frederik, wir lassen es mal so stehen. Du solltest dich hier vielleicht auch nicht im Chat vergnügen, sondern dich auf die nächste Map vorbereiten, denn auf Genau. Train seid ihr, glaube ich, Am erstmal nicht besten. vorbereitet. Und wir können uns hier auf 16 bis 20 Runden, würde ich vermuten, weitere Runden Counter-Strike freuen. Ich denke, irgendwie in dem Bereich wird sich das einpendeln. Stimmt. Ja, also ich glaube, den Tipp 16 zu 1 hat hier niemand abgegeben. Ja, da kannst du nicht mit rechnen. Nee, eigentlich, also nee, eigentlich nicht. Also wir wussten, dass es relativ eindeutig werden wird, aber nicht, Das ist dass es wahr. sich dann in wirklich im einstelligen Bereich bewegen wird. Aber da wurde ja auch komplett seriös runtergespielt. Ja, da man hat außer vielleicht in der einen Runde, in der der Fokus nicht ganz da war, hat man es wirklich, ja, hat man wirklich nichts anbrennen lassen. Würde sagen, wir machen noch ganz kurz Pause, bis die Leute connecten. Sobald die Live-Runde losgeht, sind wir wieder für euch da. Holt euch ein neues Bier. Und dann sehen wir uns so in 5 Minuten. Tschüss. Willkommen zurück. Rein in die Knife. Das ging dann doch schneller als gedacht. Ja, es geht wieder los. Man möchte keine Zeit verlieren. Es wird auf dem A-Spot gestochen, was das Zeug hält. Mal rein. Flashy hier im 1v3. Kann Das er nicht lassen sich handeln, ja. die Bayern nicht nehmen. Warten. IT wird gechattet. Sehr schön in der Zeit. Unterhaltung. Werde ich ein bisschen Geld verbrennen. Jetzt muss es rein. Lange nicht gemacht. Sehe ich nur blau. Game gönnt nicht. Leider. Und du versuchst es immer wieder, Lennart. Ich weiß nicht, wie viel Geld ich da jetzt schon reingepumpt habe. Ja. Das könntest du wissen, aber ich glaube nicht, dass du es wissen Ich willst. weiß es ungefähr, der Chat kann ja mal raten. Ja, ich glaube, das haben wir doch letztens noch Ja. nachgesehen. Was glaubt der Chat, wie viel Geld habe ich schon in CSGO reingesteckt? Für Kisten und Keys. Viel auf jeden Fall. Kann ich verraten. Ja, eigentlich ist jeder Cent, den man in dieses Spiel gesteckt Alligatorboy mit hat, zu 7 viel. Euro, ja. 1500, 1000 mindestens. Nein, Eine nicht Liege mehr. viel Geld, Das passt ja, das ungefähr. passt ungefähr. Auf dem Schwarzmarkt. Also wir bewegen uns auf jeden Fall im vierstelligen Bereich. Und das will ich nicht wundern, aber ein 3 steht vorne. Aua! Ja,
Es wird schnell auf dem A-Spot hier der Contact gesucht. Reinstecken hier, direkt in der ersten Runde mit einem Frag. Das kann sich sehen lassen. Sind aber auch vorhanden. Jo! Schöner Schuss im Drive-By da. Freddy Peak. Und im 4 gegen 2 versuchen jetzt da Horvath und Barry hier die Bombe zu entschärfen. Dashi klickt da auch nochmal durch und dann haben wir nur noch Barry aus dem Charakter. Ja. Der jetzt wird einen schönen Headshot setzt. Aber da kommt von hinten. Das wird er hören. Das hört er auch. Und das weiß er nicht, was der da macht. Einmal, ja, das weiß er selber auch nicht. Ja. War natürlich rein donated da. Ja. Aber das nimmt Barry mit. Denn auch der hatte auf der letzten Map kein gutes Spiel. Und damit geht die erste Runde an die Osnabrücker. Ja. Keine Überraschung. Aber dennoch sehr, sehr schön. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn das nächste Game für Black eine 3K Faceit Elo ist. Ja. Dann wird das Ganze dann wahrscheinlich andersrum ausgehen. Ja. Und hier wird sogar reingestochen. Reinstecken. Ist ein bisschen sauer, das merkt man. Und Klausi dodgt hier nochmal den kompletten Push und könnte sich hier einige Fracks. Gucken wir mal rein. Necken. Mach mal kurz das Röntgenbild an. First, zwei, drei. Einfacher geht's auch einfach nicht. Da ist auch keine Flash am Start. Und wenn man sieht, dass da teilweise reingekauft wurde mit T250, man hat Kevlar, man hat eine HE. Ja. Ja, nutzt das Ganze doch mal. Ja, stattdessen hat er hier nochmal ein paar Eco-Fracks, um die Bankroll ein wenig in die Höhe zu treiben. Und damit steht es 2-0 und wir gehen in die erste Buy-Round für die Bavaria. Ja, mal schauen, ob wir da eine AWP sehen werden. Wir haben auf der T-Seite leider keine gesehen. Ja, und auf der CT-Seite vielleicht Wunder auch nicht. Ja. Bei und einer Runde auch. Ist ein bisschen kurz geraten. Ja, leider ja. Aber man entscheidet sich auch wahrscheinlich aufgrund des fehlenden Geldes für einen M4 bei. Der Horror. Wieder ein bisschen. Dem ersten. Die Flashes fehlen. Ich. Für meinen Geschmack. Aber Flash ist schon weit durch und der kann hier ansagen. Hat den ersten. Weiß auch, dass da Horvath Alvi lauert. Und der schnappt sich den zweiten in dieser Runde. Hatte aber Timing-Probleme und Knatter kann das für sich nutzen. Und jetzt ist Freddy im Backstep. Kann den Trompeter hier. Wow! Frederik! Treibt sich in den Wahnsinn. Das ist. Also das ist schon ein ganzes Magazin, was da in den Rücken vom Trompeter hier geballert wurde. Ich glaube, da müssen wir nicht viel zu sagen. Wir lassen es einfach mal so stehen. Ja. Lassen eine Grille zirpen. Aber das ist alles völlig egal, denn es steht 3-0. Netz gemacht. Hat sich auf jeden Fall zumindest in den Ecos etwas überlegt und diesmal war es der 5er Stack und der 5er Rush Richtung Lobby. Ja, da hat man das Nachladen gehört. Auch Freddy hat das gehört. One jetzt. Ja, das nimmt er natürlich auch mit. Und das ist natürlich zu einfach, da muss man ja nicht mal auf den Plant gehen, da wird dann einfach umgeschossen. Ja. Wenn man vom Aiming so oder so stärker ist. Vollkontakt. Und da sind wir jetzt bei Ryan die AWP. Vielleicht ist das der Game Changer. Ja. Man wünscht es sich zumindest. Ja, Ryan seit der Piste-Runde ist es auch ruhig um ihn geworden. Wir gehen mal drauf. Ja, diese Runde ist Ryan gewidmet und seinem Tor. Oh, nevermind. Knatter. Und damit sorgt er gleich für Chaos auf der A-Side. Horvath. Ja.
Da hat er eine Menge Möglichkeiten. Und der Trompeter hier hat sich jetzt die AWP von Ryan geschnappt. War damit auch erfolgreich. Und Dashi im 3 gegen 3 zusammen mit Trample, Tommy und Friend. Oh, da hat der Horvath hier das Timing nicht auf seiner Seite. Aber jetzt vielleicht. Ja, das war ein einfacher Kill. Und damit sind Trample, Tommy und Friend jetzt auf sich alleine gestellt. Und es geht nicht weh. Das ist gar nicht so schlecht. Und Trample, Tommy jetzt hier im Klatsch. Das ist das, was er braucht. Da blüht er auf. Aber Manni ist schon, der ist schon weit vor, da an der großen Rampe. Bottet hier Trample, Tommy auch und kriegt den Frag an der AWP. Das ist die erste Runde. Ganz gut zu gebrauchen, ja. Und jetzt steht es 4 zu 1. Und man will ins Doppel-AWP-Setup gehen. Der Horvath schnappt sich die andere AWP. Vielleicht keine so schlechte Entscheidung auf Train. Ja. Sehr, sehr lange Distanzen da. Und die Osnabrücker spielen hier jetzt mit 5 AKs, glaube ich, ein bisschen schneller in der nächsten Runde. Ach, mal schauen, in welche Richtung das da gehen wird. Also anspruchsvoll wird es wahrscheinlich nicht sein. Es geht, da wird wahrscheinlich einfach nur gegast. Ja. Der Horvath hält Ivy mit einer M4. Da kommt Dashi wieder vor. Klausi und Knatter machen hier die A-Side unsicher. Und da ist der Horvath, der sich jetzt eigentlich hier mit dem Timing Frank schnappen muss. Das kann doch nicht sein Ernst sein. Das war auf dem Silbertablett serviert. Ja, da lacht der Knatter Konrad sich jetzt gerade wahrscheinlich ins Fäustchen. Ja. Hat nebenbei noch auf seinen Age of Empires Stream geguckt. Ja. Stimmt, Age of Empires war das, was ich gerade schaut. Und Barry hier kann zumindest einen rausnehmen und Freddy im Backstep zusammen mit Knatter. Also da muss jetzt, also wenn da jetzt nicht das Knife... Warte ja, aufs Knife. Und Knatter mit dem 3K in dieser Runde, auf jeden Fall der Unterschiedsspieler. Der ist Train Main Spieler. Er fordert auch ganz gerne mal Train, stößt aber bei uns auf taube Ohren. Ja. Dann und jetzt kann er seinen Traum leben. Keiner an. Und wie er ihn liebt. Ja, der hat wahrscheinlich studiert, so wie Thomas Inferno. Ja. Da kennt er jeden Winkel wie seine eigene Westentasche. Diesmal geht Flashy wieder Richtung Ivy, das scheint so ein bisschen sein Steckenpferd zu sein. Aber das ist der A-Stack bei Bavaria. Ja. Aber das ist völlig egal, denn man kann irgendwie nichts traden. Außer Barry kann jetzt hier einen Frag landen. Aber das sollte Flashy hier packen können. Und auch da ist Theo Buchse mit seiner Waffe leider zu weit weg. Ja. Mit seiner MP. Kann er Flashy da, obwohl er den Molotow in der Hand hielt, nicht aus der Runde ballern. Und damit steht es 6 zu 1 für Osnabrück Black. Also wieder in der Erfolgsspur. Ich hoffe mal, was da jetzt so A gespielt wird. Der Mollo kommt auf jeden Fall. Und der Frag davon Knatter Konrad. Ja. Ja, die Winkel auch wirklich drauf. Und Klausi macht hier aus dem Popdog ein bisschen Stress und Ärger. Das ist das Chaos. Was mir vorhin gesagt, womit die Bavaria überhaupt nicht zurechtkommen. Ja, da kommen zwei aus der Main raus, dann stehst du offen für Popdog. Ja. Dann kommt noch einer über Ivy, der lurkt. Ja, es ist schwierig, aber da wird die Utility natürlich auch noch nicht genutzt, wenn du mal schaust. Wenn die meisten sterben, da die haben alle noch einen vollen Würfel. Der Horvath macht auch eigentlich immer einen Frack, aber das ist eindeutig zu wenig. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass er auch lieber mal einen Mate reinbaitet. Ja, die haben
leider nicht nur aimtechnisch keine Schnitte, als auch taktisch sieht es da limitiert aus auf Seiten der Münchner. Genau. Wenn man mal so über Refrack-Verhalten spricht, eher nicht vorhanden. Ja. Und so mehr freut man sich natürlich, dass es bei Osnabrück gerade gut läuft. Recht ordentlich, ja, aber man hat auch jetzt nicht wirklich Gegenwehr hier zu erwarten. Genau. Eigentlich geht es immer standardmäßig Richtung A. Und warum sollte man auch dieses System ändern, wenn es klappt? Ich denke, da wird weniger gecallt, da wird mehr über die gestrige Folge vom Bachelor diskutiert bei den Jungs. Ja. Wobei der Mittwochs ja immer läuft. So viel weiß ich. Dann war es Love Island, was auch immer. Der Osnabrücker Bachelor hat auf jeden Fall kein gutes Licht auf die Stadt und den Bürgermeister geworfen. Genau, so in diesem, kann man sagen. In diesem Sinne distanzieren wir uns natürlich auch von Nico Griese. Definitiv. Nico Griese hat. Naja. Kann man halten von ihm, was man möchte. Ja, schöne Runde. Da wird auch einfach wieder drüber gefahren. Doppel-AWP jetzt auf der T-Seite. Bei Flashy und bei Konrad. Ja, sowas sieht man auch nicht alle Tage. Aber jetzt hat man die Zeit und die Möglichkeit, sich mal auszuprobieren. Und der Trompeter jetzt an der AWP. Auf Seiten der Bayern. Muss man aber trotzdem dazu sagen, die haben es auf jeden Fall deutlich schöner als wir hier in Osnabrück, da unten in Bayern. Das ist wohl wahr, ja. Diese Stadt hat nicht so viele Grünflächen zu bieten und ist auch sonst nicht gerade das Schönste auf der Welt. Bekannt für viele Messerstechereien. Das, ja, in dem einen oder anderen Club ist man auch nicht allzu sicher. Das habe ich mir auch sagen lassen. Und da, es regnet. Es regnet jeden Tag. Ich glaube, Osnabrück ist auch eine der Städte mit den meisten Regentagen im Jahr. Ja. Ganz viel Sonnenschein hier in dieser Runde für die Osnabrücker, die nur einen Spieler verloren haben und das Team Bavaria hier jetzt von Entscheidung in eine Entscheidungsfindung zwingt. Und man entscheidet sich sehr konservativ, keinen Forceball hier zu machen, sondern ja, eine Deko, beziehungsweise Rammerdiegel. Geflasht von Knatter Konrad. Ja, und Trappeltommy ist hier schon mal durch. Und hat auch mehrere Möglichkeiten hier zum Spray anzusetzen. Ist das Schuss da? Ja. Das hat wirklich hier was von Deathmatch. Noch mehr hier als auf der ersten Map. Also ich frage mich, wieso man sich dazu entschieden hat, Train zu picken. Ja, aber die AWP wird wahrscheinlich nicht durchkommen. Da wird schon gecallt worden sein, dass genommen werden soll. Oh, der Horvath. Auch wieder, der Horvath, der Last Man Standing, obwohl er der Ivy-Spieler ist und eigentlich ja, Kontakt haben sollte. Ah ja, das können wir natürlich machen. Im Anschluss eine Runde Clips abspielen, selbstverständlich. Vielleicht können wir sogar Fred dazu holen, dass er nochmal das ein oder andere Statement zu den jeweiligen Clips abgibt. Ja, da muss er sich eigentlich verändern. Stimmt, ja. Die Tech-9 könnte man sich nur schnappen, wenn einer der Gegenspieler diese fallen lässt. Und das klappt in den meisten Runden eben nicht. Ja, Theo Buchse bisher auch noch nicht auf dem Scoreboard angekommen. Das tut uns leid für den Kerl. Aber er hat in dieser Runde auf jeden Fall die nächste Möglichkeit. Und das ist doch das Schöne. Ah, dass man schon wieder A drauf. Trappeltop
Sorry, der macht hier kurz. Da wird auch einfach nur durchgefahren. 4K und das könnte das nächste Ace werden. Jetzt muss er nur weiterhin so greedy bleiben. Ja. Barry lauert am B-Spot. Geht Frage, Richtung Spawn. Frage ist ja, will er es riskieren oder versucht er safe zu spielen? Redest du von Barry oder redest du vom Trampel-Tommy? Ja, vom Trampel-Tommy. Also ja. Ace ist Ace. Und ja eigentlich schon. Ja, also mach einen Clip fertig, Thomas. Los. Das sieht gut aus. Ich glaube, Barry hat's. Ich glaube, Barry hat's. Ja, er hat es. Ja, schade. Aber ein 4K ist auch ein 4K. Ja genau, wenn wir mal kurz auf die Stats gucken, wie sieht das Utility Damage mäßig aus? Relativ ausgeglichen. Barry und Peter, die noch kein Utility Damage gemacht haben, aber keinen Gegner geflasht haben. Ja. Das zum Thema voller Gürtel, der verloren geht, wenn man zu früh in der Runde stirbt. Ja, oder ihn eben überhaupt nicht nutzt. Ja. Das kann ja auch durchaus passieren. Ja, Flashy lehnt sich auch recht weit zurück. Mit 6 Frags. Oh, die Nate saß. Konnte. Aber kann jetzt hier vielleicht der Horvath aus dem Spiel nehmen. Wobei er sich dazu entschieden hat, ja doch jetzt langsam vorzuschleichen. Und das hat er nicht auf dem Schirm. Hat ihn eher ein wenig weiter Richtung A wie erwartet. Und damit könnte es vielleicht hier die zweite Runde für die Jungs aus Bayern oder die Jungs und Mädels aus Bayern hier bedeuten. Es sei denn, Knatters Zeit zu scheinen. Wichtig, den Frag hätte haben müssen. Ist gekommen. Ja, Klausi hier extrem OP. Aber der Horvath nimmt Klausi raus. Und Theo Puxe hier auf dem Server angekommen. Herzlich willkommen im Spiel. Und das bedeutet dann gleich die zweite Runde für Team Bavaria. Da sehr hat schön man gespielt. Einen Strang gezogen. Ja. Ja, Lennart, da kannst du vielleicht an dieser Stelle mal Werbung für dein Spiel am morgigen Tag machen. Ah, stimmt. Danke. Denn morgen wird es auch einen 99 Damage Stream geben, allerdings nicht auf dem Kanal, sondern auf dem Kanal von, wenn ich suche da eben raus, de-skywalker. Der wird nämlich unser Spiel von Osnabrück Greencasten gegen ein Team, das von der Elo her ungefähr ähnlich ist wie hier. Könnte also spannend werden. Ja. 18 Uhr geht's los. Damage. Oder Uniliga. Night 10 Damage, ja. Ja. Night 10 Damage, genau. Wenn ihr Bock habt, Uniliga. Schaltet ein. Ja, Trampel Tommy jetzt hier im 1-gegen-1 Klatsch. Barry nickt. Er hat die Info bekommen, dass er vielleicht irgendwann mal auf dem A-Side war. Jetzt beginnen die Mind Games. Hat noch einen Molly. Er kann's eigentlich ahnen, da das steht. Frage, geht er auf den Plant? Barry noch mit voller Utility. Oh, ah. Da verämmt er ein bisschen, aber wird dafür nicht bestraft. Und das hat er jetzt. Das macht er. Ja, das boah, ist ja, mehr als recht, der Spray, aber. Ja. Aber gut. Die Klatsch-Situation entscheidet Thomas für sich und ist da auf dem Scoreboard auch sehr, sehr weit oben anzusiedeln, um genau zu sein. An erster Stelle mit 20 Frags mittlerweile in 14 Runden. Das ist sehr, sehr, sehr ordentlich. Ja. Und Lennart, ich sag es wie es ist, heute kann ich kein negatives Wort über ihn verlieren. Schwierig. Ich denke, da kommen noch andere Spiele. Ja. Heute sind wir voll des Lobes.
Das wird er wahrscheinlich am liebsten. Jetzt geht's mal schnell Richtung B. Das gab es in diesem Spiel bisher noch nie. Und auch damit haben die CTs überhaupt nicht gerechnet. Da wird schnell nach vorne gepusht, direkt Raum einnehmen. Oh, der Mollo, der tut richtig weh. Freddy hier mit einem schönen Molly-Kill. Und man hat eigentlich auch die ganze Map unter Kontrolle. Aber weiß man, dass Ryan da durch ist? Glaub nicht. Aber das ist völlig egal, denn Ryan kann daraus kein Kapital schlagen. GH. Der Hälfte. Scharf. Positiv für die Bayern ist auf jeden Fall zu bewerten, dass man eine Runde mehr, also doppelt so viele Runden holen konnte wie auf der ersten Map. Also kann Absolut. man schon von Ja. der, vom Home-Map-Vorteil sprechen. Genau. Ich glaube, die haben die Map nicht ohne Grund gepickt. Nee. Und auf T-Seite kann man jetzt ja vielleicht auch was geplant haben. Genau. 5 Leute, kleine Rampe. Der Piste nicht Calls. Nichts über große, alle über kleine. Mit Glocks, Glock Train. Full Kevlar, keine Utility. Das ist mein Tipp. Ja, ich gebe da gar keinen Tipp ab. Ich lasse mich völlig überraschen. Ich habe übrigens gerade noch eine Nachricht von einem Freund bekommen, dass gestern auch anscheinend Let's Dance lief. Aha. Ja, wer soll sich bei so hochqualitativen TV-Programmen denn entscheiden, was er gucken soll abends zu Primetime? Ich stehe jeden Tag vor dieser Herausforderung. Das ist krank, Lennart. Das ist absolut krank. Wahnsinn. Da, die Fernsehsender, die machen da echt viel dafür, dass wir diese Corona-Zeit bombastisch überstehen. Oh, Smoke goes. Also jetzt wurde tatsächlich trainiert. Ja, reinstecken. Trifft keinen Kopf, aber hat die Smoke für, ich glaube, ist das der Connector? Die hat er drauf. Ah, ne, für Bombsite. Und das secured einfach mal den Bombplant. Aber da Flashy wird hat er. einfach rausgelaufen. Ja. Da gut getimten Flash. Flashes und das ist nicht schön, aber das ist effizient. Damit steht es 14 zu 2 für die Osnabrücker. Aber das sah endlich mal nach einer Idee aus auf Seiten der Bayern. Leider weiß man nur nicht, diese Idee umzusetzen. Ja. Übrigens, Teilnehmer bei Let's Dance, Jan Hofer, ehemaliger ARD-Nachrichtensprecher. Sehr sympathischer Kerl. Und vielleicht auch ein noch besserer Tänzer. Ich habe es mir leider noch nicht angeguckt, aber vielleicht sollte ich mir mal auf. Läuft das RTL? Ich weiß es nicht, ehrlich. Ja, könnte sein. Vielleicht sollte ich mir das mal angucken. Ja, die verlangen wahrscheinlich aber dann irgendwie ein Abonnementpapier. Take my Kriegt ja money. heutzutage nichts mehr geschenkt. Ja. Nimmt den ersten raus, Nimmt den den zweiten zweiten, Bombe ebenfalls. down. Und der Security A-Side hier Die ziemlich letzten gut, die beiden kommen da letzten über beiden. Ivy. Zumindest einer ist jetzt bekannt an Olaf. Der Trompeter wird aber von Flashy hier nicht aus dem Spiel genommen. Und Knatter hier im One-on-One hat den Waffenvorteil und natürlich auch den Aim-Vorteil. Und damit steht es 15 zu 2 für die Osnabrücker. Im Abschluss hapert es noch. Der Die Go haben war, Sand. also der Go war gut, aber der Afterplan war halt nicht der beste. Also da kam eine Flash aus dem Connector, war es, glaube ich. Und ja, da wurde dann umgedrückt. Ja, Sand im Getriebe. Bei den Bayern. So, und das ist jetzt hier wahrscheinlich auch die letzte Runde. Knatter Konrad hat auch keine Lust mehr, genauso Klausi wie Deluxe Klausi. drückt durch mit der Swag 7. Und wenn Dem ist unser die ganze Map Autodirector jetzt egal. nochmal was machen würde, dann könnten wir auch Ja. sehen, wo hier Er Breaks möchte uns fallen. die wunderschöne Galil präsentieren. Nochmal auf Knatter Konrad. Und Frent hatte, glaube ich, den Backstep, ja, da ist er. Ja, und da ist Theo Bux im Clutch. GG GGWP. Replay. Extrem dominante
Leistung der Osnabrücker. Wir haben 21.09 Uhr und damit wahrscheinlich auch einen neuen Rekord aufgestellt. Für das kürzeste Best of Two. Das ist wahrscheinlich immer das Ganze. Aller Zeiten. Nicht aller Zeiten, aber zumindest der Osnabrücker. Ich kann mich an... Ja, Klausi, eben das, was wir auch sagen, der Go von euch war ganz gut, by the way. Ich glaube, das meint er auch ernsthaft so. Da muss man ja auch mal was Positives sehen, denn da haben sie sich was überlegt, was gegen gute Teams eben nicht klappt, aber gegen gleichwertige Teams durchaus. Und ja, wir werden safe hier von diesem Game lernen und sehr das schön. Unterschreibe ich so. Man gibt sich als guter Verlierer extrem positive Vibes hier in den letzten Wochen hier bei der 99 Damage Liga. Das haben wir früher ganz anders kennengelernt. Ja, definitiv. Aber freut uns, dass das jetzt in der Osnabrücker ging und im Endeffekt unterm Strich nur 3 Runden abgegeben wurden. Ja, und man steht 4-0 und kann sich jetzt auf den nächsten Gegner freuen, der einen vielleicht vor ganz andere Herausforderungen stellt. Gehen wir jetzt mal den Desktop und in der Zeit schon mal eben raus. Alle gespannt sehen möchten. Ja, und der toxische Vogel chattet hier Learn to Play rein. Ich bin gespannt, wie er mit seinem Team hier die 99 Damage Liga aufwirbelt. Auch gespannt. Dessen Spiele, Lennart, da bin ich ganz ehrlich, würde ich auch ganz gerne übertragen mal. Ja, wenn der uns die Zustimmung gibt, dann machen wir das natürlich. Stop. Ja, Vogel, an dieser Stelle, wenn du noch im Chat sein solltest, ne? Das Angebot steht. Das Angebot steht. Wir casten euer Game. Das wäre auch 4-0. Ein Traum. Ja. Das wäre krank. Also das wäre richtig krank. Da hätten wir dann im Schnitt locker so 300 Zuschauer, oder? Was meinst du, Andi? Das dürfte der Klassiko, der Osnabrücker Klassiko werden. Genau. So, was meint ihr? Sollen wir uns mal eben das Ace von Freddy anschauen? Njam, njam, njam. So. Fred, 5K. Ja, da unten rein. Ehrlich, da musst du halt auch einfach nur reinhalten, ne? Das ist geil. Ich meine, also er zieht nicht durch, sondern er setzt zwischendurch nochmal ab. Ja, ein Magazin. Ja. Mal sehen. Fred, vielleicht doch was für Twitter? Ja. Mit einem kecken Spruch darunter? Ja, mit einem frechen Spruch. Ja. So, dann der Turning Point. Runde 12, Inferno. Die Runde, die verloren ging. Da gucken wir uns den Spray aber nochmal ganz genau an. Genau, also ansonsten vielleicht nochmal auf die ein oder andere Workshop-Map. M4 in Hand. Ja. Aber ein Freddy... Ja, da ist... Da den ersten nimmt er noch mit. Aber ein Freddy... Und jetzt geht das Debakel los. Ja. Der veraimt, ja. Da haben wir es schon im Chat gesagt, ja, der veraimt, richtig. Wir gucken uns das Ganze nochmal an. Der erste und jetzt der zweite. Frederik. Der 64 Tick Vogel, richtig. Einmal mit der Prickelnadel den Gegner ausgestampft. Kannst du mir nicht oft genug. Ich guck's mir heute Abend zum Einschlafen an. Ja. Das löst aber Albträume aus. Ja. Vielleicht. Ja, ich glaube auch, dass die Hitbox da so ein bisschen verschoben war. Es war nicht. Nein, der war auch am Laufen und dann Schalli M4, alles nicht so leicht. Und was haben wir da noch? Ich weiß nicht. Jetzt ist Freddy im Backstep. Kann den Trompeter hier. Wow. Ach, Freddy. Oh mein Gott, Fred. Das ist ja noch schlimmer. Das ist ja noch schlimmer, oh mein Gott. Ist Freddy im Backstep? Ja. Ich weiß nicht, ob der da irgendwas im Fenster gesehen hat. Am Ticket oder so. Vielleicht wollte er auch noch ein Ticket ziehen. Kannst du ja auch nicht sagen. Er hatte Pizza neben mir. Und das rechtfertigt so ein Spray. Ja. Also die Pizza hast du höchstens auf den Bildschirm geklatscht in der Sekunde. Ja. Ja, aber nette Clips. Doch bestimmt was für Twitter dabei, oder? Zwischen, Freddy kann man heute zusammenfassen, zwischen Genie und Wahnsinn.
Ja. Aber das macht einen guten Team-Captain aus, würde ich mal behaupten. Der nimmt auch mal einen fürs Team auf sich. Fred, wenn du noch da bist, du kannst gerne mal eben hochkommen. Ich hätte vielleicht noch die ein oder andere Frage. Hier im Teamspeak ist gähnende Leere. Vielleicht sollten wir Schofield dann doch noch mal ein paar Rechte überschreiben. Ja, oh, die sind alle schon weg. Ja, da ist Alle. herrscht schlechte Stimmung im Team, kann man glaube ich da nur Fault hier unten festhalten. auch bei kurz weg. Obwohl es ja eigentlich noch hieß, die wollen noch Face It grinden. Ja. Aber nach dieser Leistung verabschiedete man sich ganz schnell. Genau. So wie wir uns jetzt verabschieden. Ja, definitiv. Es hat mir wieder sehr viel Freude bereitet. Mir ebenso. Lennart, ich drücke dir und deinem Team für morgen alle Daumen, die ich habe. Danke dir. Wir werden unser Bestes geben. Hoffentlich auch ein spannendes Spiel. Ja, und dementsprechend bedanken wir uns natürlich auch beim aktiven Chat. Und geben damit jetzt ab an RTL. Genau. Dort was so schön ist, 21:15 Uhr, perfekt. Da die nächste Primetime fast schon. Da ist bestimmt für jeden was dabei. Genau. Und wie gesagt, morgen, wir spielen auf de-skywalker. Da wird unser Game übertragen. Vielleicht gibt es da auch noch einen Twitter-Post zu. Könnt ihr auch gerne einschalten. Ansonsten, ja, sehen wir uns wahrscheinlich nächste Woche. Oder Andi? Ja, ich denke doch. Denke ich Auch. doch, ja. Und bis dahin, bleibt gesund. Genau, bis dann. Ciao. Ciao.